Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Warum wollen sie sich unbedingt umbringen? Manche Dinge kann ich nicht vergessen. Egal, was ich tue, sie sind immer da. Sie weisen mich auf. Und ich bin zu feige, um abzudrücken, also bringe ich mich jeden Tag ein bisschen um. Das ist für dich ganz schön schwer zu schlucken, Connor, was? Mit Rational kommst du da nicht weiter. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Sie können Emotionen simulieren, aber es sind Maschinen. Und Maschinen fühlen überhaupt nichts. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Ich bin, was immer Sie möchten, Lieutenant. Ihr Partner? Ihr Kumpel für die Bar? Oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt? Du hättest die Mädchen erschießen können, hast du aber nicht. Warum hast du es nicht getan, Connor? Waren da etwa vielleicht plötzlich Skrupel in deinem Programm? Nein. Ich entschloss mich einfach nicht zu schießen. Das ist alles. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Ich fände es äußerst bedauerlich, wenn es zu einer Störung vor dem Ende der Untersuchung kommen würde. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Sie haben nicht vor, mich zu erschießen, Lieutenant. Sie wollen eine Reaktion provozieren. Ich werde Sie leider enttäuschen müssen. Du hältst dich für so verdammt schlau. Immer einen Schritt voraus, hm? Huh? Dann sag mal, Klugscheißer. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht. Wo wollen Sie hin? Noch mehr trinken! Ich muss nachdenken.
Gib das auf, und zwar zackig. Wir dürfen nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Was hast du vor? Kanal 16 überträgt aus dem Stratfall Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Es ist alles okay. Danke. Elizabeth Wilson, hallo? Hier ist die St. Rose Schule, Ma'am. Ihre Tochter Emily hat Fieber. Es ist sicher nichts Ernstes, aber Sie sollten sie lieber abholen. Oh nein. Okay. Ich bin gleich da. Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Danke.
47. Stock. Thank you.
Ich brauche deine Hilfe. Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Überlass das mir. Klar, warum? Wir machen hier ein kleines Turnier. Machst du mit? Ja klar, weiß Mike was davon? Was glaubst du wohl? Hey, sag's nicht weiter, okay? Okay. Hey, was hat dieses Ding? Verflucht, dieses Scheißding! Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Ladies first. Thank you.
Alles okay? Ja, natürlich. Na los, holen wir die anderen. Dann mal los.